Das ehemalige RWN-Gelände, direkt am Tollensesee gelegen, ist mit seiner Infrastruktur nicht nur bei ganz unterschiedlichen Unternehmen beliebt. Auch Kunst und Kultur haben hier seit Jahren ein Zuhause. Im Kunstraum in der Halle 14 hatten Paul Radatz und Tom Wollenberg in ihrer kreativen Heimstatt Anfang September Besuch vom Studio e.V. Der Verein von Musikmachern und Musikfreunden veranstaltet schon seit 2021 mit beachtlicher Resonanz das Studio am See Festival der Künste. Hier um die Ecke auf dem RWN-Gelände. Und Künste in der Mehrzahl ist da durchaus wörtlich gemeint. So sollen die musikalischen Acts auf der Bühne künstlerisch spannend umrahmt werden. Wir versuchen das Festival ein bisschen bunter zu machen, indem wir dort Bilder hängen oder halt auch Bilder produzieren. Ich werde dort beispielsweise sein, irgendwo stehen, ein großes Live-Painting performen. Und das wird wahrscheinlich am Samstagabend sein zu den ganzen Indie-Bands. Und dann haben wir halt diese musikalische Richtung von den Bands und wie gesagt diese Malerei von mir. Und ich hoffe mal, dass das insgesamt ein schönes Ergebnis geben wird. Das Studio am See-Festival geht auf eine Idee von Studioverein und Stadt Neubrandenburg zurück, die sich in der Corona-Zeit mitten in der absoluten Pandemie-Durststrecke ein gemeinsames Ziel steckten. Das Veranstaltungsgeschehen am Tollensesee umsonst hier selten angebotene Musik bereichern. Mit Erfolg. Auch in diesem Jahr steht am 20. und 21. September ein vielfältiges Konzert- und Eventprogramm auf dem Plan. Ja, also wir haben natürlich wieder unsere großartige Konzertnacht am Sonnabend, worum das ja alles ein bisschen gebaut ist. Da haben wir, unser Headliner sind dieses Jahr die Sterne und wir haben das erste Mal mit Wallace Bird, eine internationale Künstlerin, die eine Irin ist und in Berlin ansässig ist zum Beispiel. So, dann haben wir auf dem Freitag wieder unsere Elektronacht, auch mit sehr interessanten Künstlern dieses Jahr, die auch ein bisschen mehr hier verwurzelt sind, was auch ein schöner Aspekt ist. Und wir wollen das erste Mal eine Teenager-Disco, eine Teenie-Disco veranstalten für Teenies ab von 12 bis 16. Wir fanden das eine gute Idee, dass sie am Freitagabend einfach mal so zu ihrer Mucke da mal tanzen. So, also vor der Elektronacht ist das. Dann haben wir wieder unser Kinderkonzert mit die Blindfische und ja, wird eine runde, schöne Sache. Eine runde, schöne Sache für jung und für etwas älter, die auch ermöglicht wird durch eine Reihe von Sponsoren und durch die Unterstützung der Stadt Neubrandenburg. Location wird wie in jedem Jahr die nur wenige Schritte entfernte Halle 8 auf dem RWN-Gelände sein. Diese weiß nicht nur mit viel Platz für Bühne, Publikum und Kunstperformance zu gefallen, sondern auch mit der direkten Lage am Yachthafen und am Tollensesee. Also beste Voraussetzungen für ein weiteres gelungenes Musik- und Kunstfestival im Spätsommer. Studio am See-Festival der Künste 2024. Am 20. und 21. September.